Schönen guten Morgen. Zwei Ziele habe ich heute für Sie mit Ihnen für dieses Webinar. Ich möchte einmal die Rolle von Prozessinnovation herausarbeiten und an ein paar Stellen aufzeigen, wo die Herausforderungen jetzt eben im Industrie 4.0-Zeitalter liegen. Und dann sehr spezifisch auf das Thema Erfolgsfaktoren und Hebel eingehen. Wo können Manager erfolgreich sein? Wo können Manager erfolgreich eben ansetzen, um das Thema Prozessinnovation nach vorne zu bringen? Zu meinem Werdegang, Sie sehen, Studium der Betriebswirtschaftslehre an der KU Eichstätt-Ingolstadt. Ich war dann fast 6 Jahre in der Unternehmensberatung tätig, bei einer Top-Management-Beratung, habe die Themen IT-Management im Bereich Prozesse, Organisation begleitet, zum Schluss auch noch Projekte geleitet, habe parallel dazu promoviert in Betriebswirtschaftslehre an der KU Eichstätt-Ingolstadt, wo ich schon studiert hatte, und habe dann für mich entschieden, ich möchte in die Wissenschaft wechseln. Habe dies zunächst auf einer Juniorprofessur getan für das Thema Supply Chain Management an der Universität in Mannheim, bevor ich dann im April 2015 hier an der GGS in Heilbronn gelandet bin, auf einer Professur für Operations Management und Prozessinnovation, die von Audi über den Stifterverband der Wirtschaft auch hier gefördert wird. Um Sie vielleicht aus dem kleinen Morgenschlaf ein bisschen hochzuholen, eine kleine Umfrage direkt mal am Anfang an Sie. Und zwar Frage, welches sind die innovativsten Unternehmen der Welt? Schreiben Sie doch einfach mal kurz hier rein. Ich lese jetzt mal kurz vor. Google, Tesla, BMW, Hyperloop, Amazon, BMW. Wunderbar. Also sehr viele Unternehmen mit dabei. Ich hatte hier eingangs auch mal Apple gelesen. Von dem her, glaube ich, haben Sie da schon sehr klar den Überblick, wer die innovativsten Unternehmen der Welt sind. Deswegen möchte ich jetzt gern zur Auflösung und quasi zur Prämierung kommen und mal schauen, wer es auf Siegerpodest drauf schafft. Und Sie sind eigentlich alle schon Innovationsexperten. Deswegen wird sich da jetzt nicht viel an Überraschung geben. Wir haben Tesla auf Platz 3. Wir haben, wie fast zu erwarten war, Google auf Platz 2. Und Platz 1, wie Sie schon vermutet hatten, eben Apple. Warum habe ich jetzt mit Ihnen diese Umfrage gemacht? Um einfach mal zu schauen, welche Unternehmen bewerten Sie als innovativ? Jetzt wollen wir vielleicht fragen, alles drei US-amerikanische Unternehmen, wo haben die Deutschen abgeschnitten? Sie haben ja erfreulicherweise BMW genannt. Und ja, es stimmt auch, in diesen Top-Rankings gibt es auch deutsche Top-10-Platzierungen. Wir haben eine BMW auf der 7 und eine Daimler, den Daimler auf Platz 10. Wenn wir jetzt die ganzen Unternehmen uns mal anschauen, die hier jetzt in der Umfrage aufgetaucht sind, die Sie genannt haben, dann sind das eigentlich größtenteils Unternehmen, die für ihre Produkte bekannt sind. Und das ist eigentlich auch in Studien so nachgewiesen, dass wir, wenn wir über Innovation nachdenken, eher das haptische Erlebnis im Fokus haben und relativ schnell an das Thema Produkte und Produktinnovationen denken. Jetzt war aber heute ja der Titel von diesem Webinar bewusst auf das Thema Prozessinnovation gelenkt. Und darum soll es heute auch gehen. Ja, Prozessinnovation, wie kann man sich dem Thema annähern? Wer immer tut, was er schon kann, bleibt immer das, was er schon ist. Ich finde ein sehr passendes Zitat von Henry Ford, um das Thema Prozessinnovation zu umschreiben. Das heißt, wir wollen uns eben nicht Produktinnovation heute anschauen, sondern eben herausfinden, was spezifisch, besonders oder vielleicht anders ist im Innovationsmanagement von Prozessinnovation, wo es eben darum geht, betriebliche Abläufe, Geschäftsprozesse zu verbessern. Also entweder schrittweise, das heißt inkrementell zu verbessern, oder sich ein komplett neues Design für einen Prozess auszudenken, und diesen nicht nur zu verbessern, sondern radikal in seiner Performance nach vorne zu bringen. Schauen wir uns vielleicht zunächst mal einzelne Beispiele an von erfolgreichen Prozessinnovationen. Wir haben jetzt gerade die Innovationsführer global uns angeschaut, Apple, Google, Tesla. Es gibt aber auch ein Ranking von erfolgreichsten Unternehmen, die im Bereich Prozessinnovation unterwegs sind und waren. Ich habe Ihnen hier mal ein paar Beispiele mitgebracht aus dem Bereich Konsumgüter, Handel und Logistik. Dürfte Sie nicht verwundern, wenn hier ein Procter & Gamble draufsteht, die eben mit Continuous Replenishment, also sprich das zielgerichtete Befüllen von Beständen im Handel und Efficient Consumer Response vorne mit dabei sind. Wir haben eine Walmart mit dabei, Everyday Low Price, systematisches Preismanagement und Beschaffungsmanagement. Auch UPS, FedEx sind mit dabei. Das zeichnet aber alle Beispiele aus, die wir hier sehen,
Es gilt, dass Prozessinnovationen eben spezifisch für das jeweilige Unternehmen sind und vor allem auch spezifisch in der einzelnen Industrie sein können. Ich möchte an der Stelle mal das Beispiel von Sara rausgreifen. Sara, haben Sie vielleicht schon mal gehört, dass das unter dem Stichwort Fast Fashion diskutiert wird? Sara schafft es nämlich innerhalb von wenigen Wochen, man sagt 2, 3, vielleicht 4 Wochen, brauchen die, um einen Trend zu sehen, den umzusetzen im Design und dann tatsächlich die Mode auch in die einzelnen Filialen auszuliefern. Aber Fast Fashion muss nicht das einzige richtige Erfolgskonzept sein. Lassen Sie uns im nächsten Schritt einmal reinschauen, wie man in der Modebranche eben auch erfolgreich sein kann. Wir haben in der Modebranche kurze Produktlebenszyklen, wir haben die Saisongebundenheit, Sie erinnern sich an Sommer- und Winterschlussverkauf. Wir haben hohe Volatilität der Nachfrage. Sie wissen nicht unbedingt, ob die Mode, die neue Kollektion tatsächlich so einschlägt, wie Sie sich das als Designer gedacht haben und müssen eben damit kämpfen, dass Sie nicht unbedingt gut prognostizieren können. Jetzt können Sie dann 2 Dinge tun, und zwar wie Sara eben den Trend hinterherjagen und so schnell wie möglich zu gucken, den Geschmack der Konsumenten aufzugreifen und zu schauen, dass Sie diese Nachfrage befriedigen. Schaffen Sie, wenn Sie relativ schnell mit der Supply Chain sind und innerhalb von 2, 3 Wochen den Prozess vom Design eben über die Produktion bis zur Auslieferung zum Kunden schaffen. Es gibt aber eben auch Gegenbeispiele, die im Geschäftsmodell sagen, nee, ich gehe in Richtung Produktphilosophie, das heißt, ich möchte gute Produkte abliefern, die vielleicht über Jahre hinweg gut entwickelt werden. Und so sehen Sie ganz rechts jetzt auf der Folie unterschiedliche Strategien, die man fahren kann. Uniqlo kennen Sie vielleicht nicht unbedingt. Die stellen Poloshirts, Sportanzüge und Ähnliches her, die eben über Jahre hinweg entwickelt werden und im Wesentlichen für ihre Qualität bekannt sind und dementsprechend nicht über eine schnelle Supply Chain wettbewerbsfähig werden wie Sara, sondern über gute Produkte und Produktqualität. Also Sie sehen, die Erfolgsstrategie von Sara, die Prozessinnovation, eine schnelle, agile, reaktionsfähige Supply Chain zu haben, war vielleicht für Sara genau das Richtige, muss aber nicht im Bereich der Modeindustrie das Allheilmittel sein. Auch andere Firmen wie hier H&M und Uniqlo können erfolgreich sein. Das Gleiche gilt auch im Bereich Fertigung und Montage. Hier ein paar Beispiele, die in diesen Branchen einzusortieren sind. Ich hatte es vorher vergessen zu erwähnen. Die Studie, die ich hier zitiere, wurde vom MIT, vom Massachusetts Institute of Technology, durchgeführt. Und die hatten 2014 einmal die 14 oder 15 fundamentalsten und radikalsten Prozessinnovationen aller Zeiten zusammengestellt. Und da gehört eben natürlich auch von Toyota das Toyota-Produktionssystem, das Lean Management, das Lean Manufacturing mit dazu. Gehört natürlich auch die Fließbandfertigung von Ford und wo ich jetzt mal vermuten würde, dass Sie da vielleicht auch schon als Kunde in Genuss gekommen sind, das Thema Direktverkauf, was Dell mit seinen Laptops eben in dem Sinne erfunden hat, dass man eben den Laptop nicht mehr im Elektronikmarkt um die Ecke kauft, sondern sich selber so konfiguriert, wie man den möchte und sich den eben nach Hause schicken lässt. Das möchte ich Ihnen hier an den Beispielen zeigen und das insbesondere beim Thema Dell und Lucent Technology noch etwas näher ausführen. Prozessinnovationen sind mehr als reine Technologieinvestitionen. Technologie, das werden wir später im Verlauf des Webinars noch sehen. Technologie spielt einen wesentlichen Treiber von Prozessinnovationen, aber es ist eben nicht alles, was eine Prozessinnovation ausmacht. Lassen Sie mich das nochmal kurz an 2 Beispielen, Dell und Lucent Technologies, verdeutlichen. Und zwar, worum geht es mir? Ich möchte mit Ihnen über das Thema Prozessdesign diskutieren. Wir haben in der Supply Chain typischerweise die Stufen vom Lieferanten bis zum Kunden. Das heißt, es muss etwas beschafft werden, es muss produziert werden. Häufig im Montagebereich haben wir eine Endmontage und dann die Distribution in Richtung Kunde. Was man jetzt tun kann, ist zwischen diesen Wertschöpfungsschritten zum Kunden hin, sich einen Sicherheitsbestand hinzulegen. Der Sicherheitsbestand schafft nämlich Folgendes. Sie haben zwar eine vollständige Durchlaufzeit von Ihrer Supply Chain, das heißt, wie lange dauert es, bis Sie Rohstoffe beschafft haben, bis Sie
anschließend etwas produziert haben, in die Endmontage gehen und es dann auch zum Kunden ausgeliefert haben. Der Kunde muss aber nicht notwendigerweise diese gesamte Durchlaufzeit auch wahrnehmen. Wenn Sie einen Sicherheitsbestand haben, haben Sie die Möglichkeit, innerhalb der Supply Chain zu entkoppeln. Das heißt, die Lieferzeit, die der Kunde tatsächlich wahrnimmt, ist nur die Strecke, die Sie hier einmal kurz dargestellt sehen, quasi dem Kundenauftrag entspricht. Sie legen sich vor der Endmontage einen Sicherheitsbestand hin, wappen die Bestellung des Kunden ab, montieren entsprechend und liefern aus. Das heißt im Umkehrschluss, Sie arbeiten auf Basis von Prognosen, machen eine Vorproduktion, legen sich die Themen in Sicherheitsbestand und können dann agieren. Das kennt man in der Literatur typischerweise unter Assemble to Order, relativ weit verbreitet, auch im Bereich Automobil, wo Sie eben bestimmte Vormontagen machen und dann auf Basis des Kundenauftrags Endmontage und dann wird das Fahrzeug ausgeliefert. Genau dieses Prinzip hat jetzt Dell auch im Bereich der Laptop-Fertigung angewendet, weil das vorherrschende Dogma bisher so war, dass eben fertig konfigurierte Laptops im Handel, im Elektronikmarkt um die Ecke standen und die Konsequenz eben war, dass Kunden nicht den Laptop bekommen haben, den sie wollten und eben hohe Sicherheitsbestände vorgehalten werden mussten, um eine große Variantenvielfalt beim Kunden auch vorzuhalten. Dell hat eben den sogenannten Entkopplungspunkt der Supply Chain nach oben geschraubt. Das heißt, es wird vorproduziert auf Basis von einer Prognose und dann wartet man den Kundenauftrag ab, kann aus den Beständen rausarbeiten, montiert den Laptop zusammen und liefert den in Richtung vom Kunden aus. Aber der richtige Weg muss nicht immer sein, dass man sagt, man macht Assemble to Order und verlagert den Entkopplungspunkt dahin, dass man sehr stark auftragsorientiert fertigen kann. Man kann auch in die andere Richtung gehen und das ist genau das, was Lucent Technologies gemacht hat. Vielleicht Dell kennen Sie, Lucent muss man noch vielleicht zwei Sätze zu sagen. Lucent stellt Schalterschränke her, die von Telekommunikationsanbietern benutzt werden, um eben Leitungen und Gespräche und Datenverkehr eben durch Netzwerke zu routen. Lucent hatte Folgendes getan, die hatten einen sogenannten Engineer-to-Order-Ansatz. Das heißt, die haben individuell auf Basis der Bestellung des Kunden zunächst beschafft, was der Konfiguration entspricht, haben produziert, haben entmontiert und dann anschließend ausgeliefert. Das hat dazu geführt, dass die extrem lange Durchlaufzeiten hatten und im Wettbewerb deutlich schlechter aufgestellt waren, um Kunden individuelle Produkte eben bereitzustellen. Was haben die wiederum getan? Den Entkopplungspunkt in der Supply Chain verschoben. Das Produkt modularisiert, wichtiger Stichpunkt Produktmodularisierung, und zwar hatten sie die Chance, relativ spät Varianten zu bilden. Das heißt, auch Düssend hat bereits prognosebasiert beschafft und produziert und dann nur noch durch eine Endkonfiguration den fertigen Schalterschrank fertiggestellt und diesen dann an Kunden ausgeliefert. So viel vielleicht als kleiner Exkurs zum Thema Supply Chain Management. Das sind Themen, die ich so auch in meinen Vorlesungen zum Bereich Operations und Supply Chain Management vorstelle. Wo mache ich das jetzt hier in dem Webinar, in dem Sie jetzt hier teilnehmen? Ich möchte Ihnen zeigen, dass hier relativ wenig Technik dahinter steckt. Es geht um ein dominantes Prozessdesign. Es geht darum, sich Gedanken zu machen, was ist die Lieferzeit, die der Kunde gut findet und was ist die Reaktionszeit, die eine Supply Chain braucht. Auf der Basis kann man eben dominantes, in dem Fall sogar sehr radikales Prozessdesign finden, was Dell wahrscheinlich zu einem der erfolgreichsten Unternehmen im Bereich Unterhaltungselektronik bzw. Laptops und Computer gemacht hat. Lucent hat eine ähnliche Strategie gefahren, das Design überarbeitet, aber einen komplett anderen Weg gegangen. Damit möchte ich diesen Punkt dann auch verlassen, möchte Ihnen an der Stelle nur mitgeben. Es gibt Möglichkeiten, über Prozessdesign zu agieren. Jedes Unternehmen muss aber für sich das Richtige finden und auf der Basis überlegen, wo kann man sich hier einen Wettbewerbsvorteil verschaffen.
Jetzt haben wir viel über Erfolgsbeispiele diskutiert, Unternehmen, die erfolgreich waren mit Prozessinnovation. Jetzt möchte ich mit Ihnen kurz einen kleinen Ausblick wagen, was die Forschung und Untersuchungen und Studien zeigen, was Unternehmen Prozessinnovation anstreben und wo das Thema Prozessinnovation eigentlich hängt. Ich habe Ihnen, um hier vielleicht auch die Veränderungen über Zeit darzustellen, mal Studienergebnisse von vor 10 Jahren mitgebracht. Da lag das Thema Prozessinnovation auf einem Platz 7. Sie sehen Top-Hebel von Managern, um die Wettbewerbsfähigkeit zu steigern, waren eher Fokus auf Kernkompetenzen, Rationalisierung, Wachstum und Produktinnovation. Sie sehen, Prozessinnovation liegt eher relativ weit hinten. Und die zweite Frage, die damals noch untersucht wurde, was war eigentlich der erwartete Nutzen aus Prozessinnovation? Prozessinnovation wurde, so hat es diese Studie gegeben aus, ergeben aus dem Jahr 2005, im Wesentlichen Fokus gelegt auf das Thema Senkung interner Kosten, Beschleunigung der Reaktionsfähigkeit, das Thema Fehlerquote reduzieren. Wenn Sie mal schauen, ein paar andere Nennungen sind auch dabei, aber Themen wie Individualisierung des Angebots, Umsatzsteigerung und ähnliche Dinge tauchen hier nicht so weit vorne auf. Genau das ist das Thema, was sich in den letzten Jahren verändert hat, dass sich der Fokus eben von Prozessinnovation stärker wegverlagert hat von dem Thema Kostensenkung und stärker auf das Thema umsatzsteigernde Qualitätsverbesserung. Ich habe Ihnen hier ein paar Zahlen mitgebracht, die stammen aus dem aktuellsten Bericht oder zur aktuellsten Studie zum Innovationsverhalten der deutschen Wirtschaft. Das ist eine regelmäßige Studie, die vom ZDW federführend herausgegeben wird. Und die zeigen eben, dass die durchschnittlichen Kostensenkungen, die man mit Prozessinnovation erreichen kann, in den letzten Jahren eben zurückgehen und zwischenzeitlich ein Allzeittief erreicht haben. Also erfreuliche Nachricht ist, dass Fahrzeugbau und auch der Maschinenbau mit 4,6% Savings pro Jahr immer noch sehr stark von Prozessinnovation profitieren. Aber auch diese Zahlen waren rückläufig. Umsatzsteigerung, die 1,4% im Mittel per annum, erscheinen hier jetzt nicht unbedingt hoch. Auch vielleicht nicht bei einer Elektroindustrie mit 2,5% jährlich eben Umsatzsteigerung durch Qualitätsverbesserung. Aber hier sehen wir eine Steigerung und vor allem eine Verlagerung dahingehend. Weil die Studie hatte eben auch abgefragt, was ist das primäre Ziel, wenn Sie ein Innovationsprojekt im Bereich Prozessinnovation durchführen, wo wollen Sie eigentlich hin, Richtung Kostensenkung oder wollen Sie eher Umsatzsteigerung erreichen? Und die Quote an Projekte, die ursprünglich mal aufgelegt wurden mit dem Ziel, Umsatz zu steigern, haben in den letzten Jahren eben zugenommen. Grundsätzlich erzähle ich Ihnen vielleicht nicht unbedingt etwas Neues, wurde in der Studie auch relativ klar herausgearbeitet, dass Unternehmen inzwischen den Fachkräftemangel als Hemmnis für weitere Innovationserfolge sehen und eben in dem Umfang nicht Innovationsprojekte durchführen können, wie sie das gerne würden, weil sie eben die Fachkräfte nicht haben, die diese Innovationsprojekte durchführen sollen. Ich möchte jetzt einmal den Schwenk wagen, nachdem wir jetzt über erfolgreiche Innovationsunternehmen gesprochen haben, geschaut haben, was es an makroökonomischen Befunden gibt, die das Thema Prozessinnovation eingrenzen. Jetzt reden aktuell in aller Munde befindet sich das Wort von der Industrie 4.0, das heißt die vierte industrielle Revolution. Unter Umständen haben Sie diese Folie schon mal gesehen. Ich gehe sie trotzdem noch mal kurz durch, um Sie alle auf den gleichen Stand zu holen. Warum sagen wir eigentlich vierte industrielle Revolution? Wir hatten Industrie 1.0 mit der Dampfmaschine, wo die Mechanik vorherrschend war. Später kam dann das Förderband Industrie 2.0. Elektronik kommt mit aufs Tableau. Wir sehen nicht mehr nur mechanische Komponenten, sondern elektronische Komponenten. Auf dem Sprung zur Industrie 3.0 haben wir die elektronische Steuerung mit dazu bekommen. Sie sehen, Elektronik wird größer, wird wichtigerer Bestandteil. Es gibt vor allem jetzt eine Überlappung mit der Mechanik. Wir sehen Mechatronik und Informatik wird ein Thema, was mit aus Tableau kommt,
vielleicht noch etwas abgetrennt davon ist, aber trotzdem eine gewisse Rolle spielt. Was jetzt eben passiert mit Industrie 4.0, sprich wir sind im Heute, wir sind im Morgen. Es gibt sogenannte cyberphysische Systeme, zu denen ich gleich noch was sagen möchte. Wir haben Mechanik, Elektronik, Informatik eben miteinander verknüpft und die Informatik, die IT wird zum eben dominanten Element. Diese cyberphysischen Systeme ermöglichen enorme Produktivitätssteigerung, erlauben flexible Fertigung, sind hochautomatisiert und ermöglichen eben intelligente Abläufe. So, was hat jetzt Industrie 4.0 mit Prozessinnovation zu tun? Vielleicht vorneweg noch mal kurz eine Eingrenzung. Wo sehen wir eigentlich überall die Effekte von Industrie 4.0? Wir haben inzwischen Smart Mobility. Autos fahren autonom, mal erfolgreicher, mal weniger erfolgreich, wenn wir auf das Google Car schauen. Wir haben smarte Produkte. Sie alle haben wahrscheinlich ein Smartphone, nutzen irgendwelche Mehrwertdienste. Es gibt Smart Grids. Sie nutzen vielleicht Steuerungen für Ihr Haus oder Ihre Wohnung, wo Sie vielleicht den Energieverbrauch sinnvoll managen können, wo Sie Temperatur, Heizungsregler, Ähnliches steuern können. Sie haben Smart Buildings, die genau das bei Ihnen zu Hause ermöglichen. Also praktisch wird eigentlich alles smart. Aber was heißt eigentlich smart? Smart heißt, Sie haben ein irgendwie geartetes mechatronisches System. Irgendeine Anlage, ein Gebäude etc., das eben mit der Welt interagieren kann. Es gibt Sensoren, es gibt Prozessorik, es gibt Aktorik und Sie haben ein Gerät, das eben vernetzt ist. Stichwort Internet der Dinge. Sie können vielleicht in Ihrer Smart Factory, die Sie haben, Prozesse dezentral steuern und sich selbst koordinieren zu lassen. Was braucht es dazu? Cloud Computing und Big Data Analytics, um eben Intelligenz in das Thema reinzubringen. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, wenn Sie jetzt die drei Punkte hier sehen: Mechatronik, Konnektivität, Cloud Computing, also sprich autonom, vernetzt und intelligent, cyberphysisches System. Ich muss da an der Stelle immer unfreiwillig an Arnold Schwarzenegger und den Terminator denken. Der Terminator eigentlich das beste Beispiel für ein autonomes, vernetztes und vor allem intelligentes System ist. In dem Sinne liegt die Science Fiction oder die Zukunft ja gar nicht so weit weg. Den Terminator, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, der wurde, glaube ich, 2018 geboren. Wir sind jetzt 2016. Also vielleicht sind wir auf dem besten Weg, hochintelligente Maschinen, die autonom, vernetzt und intelligent agieren, eben zu bauen. Hört sich jetzt vielleicht ein bisschen abstrakt oder ein bisschen wie Science Fiction an, über was wir hier diskutieren. Es gibt aber bereits viele erfolgreiche Beispiele und darf Sie hier vielleicht auf die Initiative vom Land Baden-Württemberg hinweisen, das eben den Wettbewerb ausgeschrieben hat für 100 Orte für Industrie 4.0 in Baden-Württemberg. Sie sehen rechts oben auf der Landkarte, es gibt auch einige erfolgreiche Beispiele, die hier aus der Region kommen. Ich möchte an der Stelle mal zwei Beispiele eben rausgreifen, weil die das Thema Prozessinnovation auch nach vorne stellen. Also in diesem Wettbewerb war prämiert die Firma IBM Pabst, die eben über ein Thema Smart Factory reingehen. Das heißt, sie nutzen eben Maschinen, intelligente Maschinen, vernetzte Maschinen, um eben Produktionsprozesse zu vernetzen, transparent zu schaffen, um damit eben sicherzustellen, dass in der Fertigung zur richtigen Zeit am richtigen Ort Materialien bereitstehen und eben auch gefertigt werden kann. Zweites Beispiel hier aus der Region: Audi. Im Bereich der A8-Fertigung werden eben fahrerlose Transportfahrzeuge eingesetzt. Das heißt, wir sind kein klassisches Montageband mehr, wie wir es vielleicht kennen, sondern Transportfahrzeuge, auf denen die Karossen drauf sitzen und die dann relativ flexibel, autonom mit wenig Eingriffen durch die Fertigung gesteuert werden können. Das heißt, hier haben Sie die Möglichkeit, flexibel Ihre Linie zu rekonfigurieren. Sie können auch, wenn Sie Sonderumfänge in dem Auto verbauen möchten, flexibel die Linie steuern und auf Einzelfahrzeugebene aussteuern. Sie haben eben auch Möglichkeiten, hier Ergonomie zu verbessern. Das heißt, Sie sehen,
Industrie 4.0 bringt neue Möglichkeiten und bringt auch das Thema Prozessinnovation voran. So viel vielleicht zum Werdegang, zu den Erfolgsbeispielen und zu den Entwicklungen, die wir aktuell sehen durch das Thema Industrie 4.0 im Bereich Prozessinnovation. Ich möchte jetzt den Blick dahingehend verlagern und Ihnen ein paar Themen vorstellen, wie kann man eben systematisch Prozessinnovation managen. Dinge, die ich Ihnen hier vorstelle, basieren zum Teil auf Projektzusammenarbeiten mit Praxispartnern. Deswegen würde mich insbesondere da auch Ihr Feedback und Ihre Fragen zum Schluss interessieren, wenn Sie da Anmerkungen haben, vielleicht auch Anknüpfungspunkte sehen, wo die Themen vielleicht für Sie auch relevant sind. Was müssen jetzt Unternehmen tun, die systematisch Prozessinnovation betreiben wollen? Die Unternehmen müssen nach meiner Sicht auf drei Ebenen ansetzen und drei Dinge hinbekommen. Im Kern geht es um das Thema Führung. Das heißt, wir müssen diskutieren, was soll der Beitrag und die Rolle des Führungspersonals sein und wie können oder wie kann Führung eben sicherstellen, dass Innovationstätigkeit hier jetzt am Beispiel Prozessinnovation gelingt. Die drei Ecken des Dreiecks der Führung sind die Themen, wie kriege ich über die Organisation die Leistungen und die Ziele der Führung eben in der Organisation auf die operative Ebene übertragen. Hier sind es im Wesentlichen drei Elemente. Die Strategie muss den Rahmen bilden. Eine Strategie wird nur dann wirksam, wenn eben Voraussetzungen da sind, die eben durch Strukturen in der Organisation gegeben sind und wenn natürlich die notwendigen Ressourcen zur Verfügung stehen. Wichtiges oder wie soll ich sagen, doch entscheidendes Thema dann in der konkreten Innovationstätigkeit sind die Themen Kultur und Lernen. Wenn Sie lernen und sich weiterentwickeln, haben Sie eine Chance zu innovieren. Nur wenn Sie eine Kultur haben in Ihrem Unternehmen, die Innovation fördert, Innovation fördert, dann haben Sie die Möglichkeit, innovativ zu sein. Dritte Ebene, Sie brauchen ein stringentes Vorgehensmodell, Sie brauchen einen strukturierten Prozess, der Sie eben von der Gewinnung von Ideen bis zur Umsetzung einer Idee eben klar leitet und über gestuftes Vorgehen, sogenannte Stage Gates, Meilensteine eben sicherstellt, dass Innovationsprojekt ein gewisses Qualitätsniveau erreicht und es eben auch wert ist, die Idee weiterzuverfolgen, sie zu akzeptieren, sie zu verabschieden und auch in die Realisierung zu bringen. Ich möchte jetzt im Einzelnen auf diese drei Ebenen mit relevanten Erfolgsfaktoren und Themen hinterlegen und Ihnen das mal vorstellen. Lassen Sie uns zunächst auf das Thema Führung schauen. Wir hatten ja gesagt, wir wollen Prozessinnovation erfolgreich managen und dies vor allem im Industrie 4.0-Zeitalter tun. Jetzt sehen Sie hier mal eine Studie vom Fraunhofer, die untersucht hat, welche Anforderungen gibt es eigentlich an operative Mitarbeiter und welche Kompetenzen und Qualifikationen sind heute im Wesentlichen gefragt bei Mitarbeitern. Sie sehen Lernen, lebenslanges Lernen, interdisziplinares Denken, Problemlösung, vernetztes Verstehen von vernetzten Systemen, Koordinieren von Arbeitsabläufen. Wenn Sie das ganze Thema einmal zusammenfassen, dann läuft es im Wesentlichen auf vier Kompetenzen raus. Mitarbeiter müssen lernen, das heißt sich selbstständig Informationen beschaffen und erfassen können. Denken, komplexe Systeme analysieren und Daten interpretieren. Reden, abstrakte Sachverhalte verständlich kommunizieren und natürlich auch Prozesse führen, das heißt die Problemlösung organisieren und in Teams agieren. Das heißt, wir sehen einen deutlich größeren Anteil eben weg von klassischen Routinetätigkeiten hin zu Nicht-Routinetätigkeiten und Wissensarbeit. Das ist jetzt vielleicht nicht erschrecken, dass wir die Themen sehen. Es sind aber nicht nur die Angestellten und die klassischen White-Collar-Jobs, die das Thema haben, sondern
eben auch die Blue-Collar-Jobs, die deutlich stärker eben wissensarbeitend tätig sind. Wie muss sich jetzt Führung verändern? Und zwar Führung von operativen Mitarbeitern, aber genauso auch Führung von mittleren und unteren Führungskräften, wenn wir über das Thema Prozessinnovation sprechen, wenn wir über das Thema Prozessinnovation im Industrie 4.0-Zeitalter sprechen. Ich habe Ihnen hier an der Stelle einen aktuellen Forschungsartikel mitgebracht, der das Thema Führungskultur untersucht hat und insbesondere die Spezifika bei Prozessinnovationen sich angeschaut hat. Untersuchungsgegenstand waren 277 Firmen im Produktions- und Produktionsprozessbereich und die Frage war, welche Art von Führung ist positiv korreliert oder hat eine positive Auswirkung auf den Erfolg von Prozessinnovationen. Hier wurde im Wesentlichen unterschieden zwischen sogenannter transaktionaler und charismatischer Führung. Transaktional führen sind Mitarbeiter, wenn sie ihn extrinsisch motivieren, ihn eng führen und kontrollieren, quasi mit der Peitsche eigentlich hinterhergehen. Charismatisch, komplettes Gegenbeispiel. Sie wollen ihren Mitarbeiter inspirieren, versuchen empathisch zu führen, sie wollen eine persönliche Beziehung aufbauen und damit eigentlich die intrinsische Motivation des Mitarbeiters noch stärker zur Geltung und zur Entfaltung bringen. Die Frage von der Studie war jetzt, was passiert, wenn Wissensbasierung in Arbeitsprofil wichtiger oder eine höhere Bedeutung kriegt? Warum Wissensbasierung? Sie wissen, Innovationstätigkeit ist relativ stark ein wissensbasierter Prozess. Es geht darum, unterschiedliches Wissen zusammenzubringen, eine Lösung zu erarbeiten und im besten Fall gute und radikale, im besten Fall radikale Verbesserung herbeizuführen. Die Frage ist, wie verändert sich jetzt der Effekt von Führung oder welches Führungsverhalten sollte man jetzt eben anwenden in Bereichen, wo Wissensbasierung eben wichtig wird. Was kam in der Studie raus? Transaktionale Führung wird zum dominanten Faktor bei Prozessinnovation. Wird Sie jetzt zunächst mal vielleicht nicht verwundern. Sie wollen Prozesse verbessern. Prozesse sind vielleicht nicht unbedingt das originäre Thema von Ihren Mitarbeitern, also müssen Sie dort stärker eng führen. Sie müssen vielleicht auch extrinsisch motivieren. So, was passiert jetzt, wenn Sie aber ein Innovationschampion im Bereich Prozesse werden möchten? Müssen Sie die Wissensbasierung hochfahren? Sie wollen radikal innovieren. Sie müssen schauen, was ist State of the Art? Wo können Sie vielleicht Verbesserungen ansetzen? Und da kommt eben das Thema Wissensbasierung ins Spiel. Es hat die Studie eben gezeigt, dass dann, wenn Wissensbasierung ein wesentliches Merkmal von im Tätigkeitsprofil ist, dass dann charismatische Führung umso wichtiger wird. Also einfach mal platt gesprochen, Sie schaffen es, eine inkrementelle Prozessinnovation noch hinzubekommen, wenn Sie Ihr Mitarbeiter in Anführungszeichen mit der Keule hinterhersteigen. Soll der Mitarbeiter aber kreativ werden, sich über seinen Tellerrand hinausdenken, große Innovationen voranbringen, dann kriegen Sie das nicht mehr mit der Keule hin, dann müssen Sie charismatisch führen. Sie müssen inspirieren, Sie müssen den Mitarbeiter wertschätzen und über eine persönliche Beziehung versuchen, herauszufinden, wie der Mitarbeiter tickt, um ihn dahin zu führen, wo Sie glauben, dass er hingehen sollte. Das heißt, um es zusammenzufassen, je höher Ihre Ambitionen sind in der Innovationstätigkeit, je radikaler Sie sein wollen, desto stärker müssen Sie hier das Führungsverhalten dahingehend anpassen. Gut, jetzt gibt es eben nicht nur die Studie, sondern noch eine weitere Entwicklung, die wir aktuell sehen. Ich sehe jetzt hier nur Ihre Teilnehmernamen, weiß allerdings jetzt nicht, welche Jahrgänge sich bei Ihnen hier dahinter verbergen. Stichwort Generation Y, also Jahrgänge zwischen 1980 und 1999 geboren, deren Ziele und Ansprüche verändern sich. Mitarbeiter der Generation Y suchen mehr nach Impact und Sinnhaftigkeit. Das heißt, sie wollen etwas bewirken und sie wollen vor allem wissen, ob das, was sie tun,
auch einem größeren Sinn oder einem größeren Ziel auch dient. Das heißt, Führungskräfte müssen sich auch damit auseinandersetzen und werden eben stärker delegieren müssen. Das heißt, mehr Verantwortung, früh Verantwortung abgeben. Gleichzeitig die jungen Führungskräfte aber an der Stelle intensiv begleiten, dass das Delegieren nicht schief geht. Das Zweite, was Führungskräfte eben beachten müssen, partizipativ zu führen. Das heißt, Befehle aussprechen und diese nicht zu erläutern, funktioniert nicht mehr. Generation Y wollen das große Ganze verstehen und Führungskräfte werden dies noch klarer kommunizieren müssen. Das heißt, das Thema charismatische Führung, wenn wir es wieder auf die Punkte von eben zurückführen, werden deutlich mehr an Bedeutung noch gewinnen. Nicht nur deswegen, weil wir gesehen haben, dass beim Thema Prozessinnovation es eben wichtig wird, beim Thema Wissensbasierung stärker charismatisch zu führen, um radikale Innovationen zu kriegen. Sie werden es ohnehin auch tun müssen, um die ganzen Generation Y-Mitarbeiter an der Stelle auch richtig abzuholen. Lassen Sie uns eine Stufe weitergehen. Wir haben jetzt über das Thema Führung gesprochen. Wie muss Führungsverhalten wirken, um eben Innovationserfolg zu befördern? Schauen wir auf die zweite Ebene. Wie muss eine Organisation aufgestellt sein? Sprich, wie müssen Strategie, Kultur und Strukturen ausgeprägt sein? Wie sollten Sie jetzt eine Strategie im Prozessinnovationsbereich aufstellen? Sie brauchen zunächst mal ein ausgewogenes Portfolio. Das heißt, getreu dem Sprichwort, not all eggs in one basket, sollten Sie nicht alles auf eine Karte setzen, sondern entsprechend Ihre Innovationsambitionen Portfolio aufbauen und sich überlegen, wie wollen Sie Ihre Aktivitäten strategisch strukturieren. Hier gibt es klassischerweise drei Stoßrichtungen, inkrementell, hier überschrieben mit Stay in the Game. Das heißt, wenn Sie inkrementell innovieren, schauen Sie einfach darauf, dass Sie im Spiel bleiben. Weil inkrementelle Verbesserungen machen alle. Wenn Sie das nicht tun, dann fallen Sie aus dem Spiel raus. Wenn Sie radikal innovieren, haben Sie die Chance, das Rennen zu gewinnen und vor Ihren Konkurrenten durchs Ziel zu gehen. Deswegen win the race. Und einmal alle 20, vielleicht 30, 40 Jahre gibt es transformationale Innovationen. Sie erinnern sich vielleicht an die Beispiele, die wir vorher diskutiert haben. Das sind dann Innovationen, die werden als transformational bezeichnet und die verändern die Regeln des Spiels. Das heißt, die anerkannten Wettbewerbsmechanismen gelten nicht mehr und klassische Spieler verschwinden vielleicht, neue Spieler kommen in den Markt rein. Ein bisschen hinter der Logik müssen Sie für sich überlegen, wie wollen Sie Ihr Aktivitätsportfolio strukturieren. Ich habe Ihnen hier jetzt die 70-20-10 als Aufteilung mal aufgeschrieben. Das ist das, was man immer so als goldene Regel liest. Das kann aber maximal der Startpunkt für eine strategische Diskussion sein. Das hängt relativ stark von Unternehmensgröße, Stufe im Unternehmenslebenszyklus, aber auch schlicht der Frage ab, in welcher Industrie und Branche Sie unterwegs sind, wie Sie sich da aufstellen wollen. Letzten Endes steigt natürlich, je transformationaler und radikaler Sie sind, der Return on Innovation. Aber wir hatten schon diskutiert, so die transformationalen Ambitionen, die resultieren eher in Top-Prozess-Innovationen wie diese, die wir eingangs diskutiert haben. Deswegen ist die Frage, was ist eigentlich Pflicht und Kür im Tagesgeschäft? Also sprich, wie schaffen Sie es mit inkrementellen Innovationen im Spiel zu bleiben und wo haben Sie vielleicht die Chance, mit Industrie 4.0 das Rennen zu machen, sich einen Wettbewerbsvorteil eben zu verschaffen? Wie kann man so ein Innovationsportfolio planen? Bitte erschrecken Sie jetzt nicht, dass die Folie hier ein bisschen stärker vollgeschrieben ist. Liegt einfach daran, dass die in Zusammenarbeit mit einem Praxispartner entstanden ist, der relativ genau über das Thema strategische Planung nachgedacht haben wollte. Und zwar, Sie brauchen einfach einen strategischen Planungsprozess. Sie müssen wissen, was sind Ihre Handlungsfelder, wie wollen Sie die priorisieren. Und da war eben der Fokus relativ schnell auf der SWOT-Analyse, also zu gucken, was sind Stärken, Schwächen,
Opportunities und Threats, also Möglichkeiten und Bedrohungen. Mit so einem strategischen Tool haben Sie eben die Möglichkeit, Ihre Prioritäten zu setzen und Handlungsbedarfe für das Thema Prozessinnovation abzuleiten. Wo können jetzt diese Handlungsbedarfe herkommen? Das sind einerseits natürlich strategische Unternehmensprioritäten. Es gibt eine Unternehmensstrategie, eine Marktstrategie, die vielleicht auch Ziele vorgibt, die Sie wiederum für sich, wenn Sie Prozessmanager sind, sei es vielleicht im Bereich der Logistik oder sei es im Bereich der Fertigung, auch für sich übersetzen müssen. Wo gibt es da vielleicht Prioritäten, Kosten zu senken, Ergonomie zu verbessern, Prozesse zu stabilisieren? Gleichzeitig sehen wir natürlich auch Megatrends reinschwappen. Wir haben autonomes Fahren, wir haben Drohnen, die vielleicht in der Logistik relevant werden können. Eine Vielzahl von Megatrends eben, die man auch für sich strategisch bewerten und überlegen muss, wo packt man die vielleicht mit rein, sind die geschäftspolitische Prioritäten. Gleichzeitig brauchen Sie aber auch die Bottom-up-Sicht. Sie haben einerseits eben Prozesse, Sie betreiben hoffentlich systematisches Prozessmanagement und schauen sich an, welche Prozesse gibt es, wie müssten wir die vielleicht langfristig weiterentwickeln und haben im besten Fall sogar eine Prozesslandkarte, wo Sie an die 5 bis 15 oder 20 wichtigsten Prozesse eine Ampel setzen können und wissen, nach vielleicht grober Einschätzung, wo sind eigentlich die Prozesse, wo Sie innovieren müssten oder da, wo Sie eben merken oder eine Idee haben, dass da Potenzial steckt, wenn Sie die Prozesse anpacken wollen. Gleichzeitig sollten Sie oder haben Sie im besten Fall in so einem Strategieprozess auch eine strategische Technologieplanung. So habe ich Ihnen vorher das Beispiel von Dell genannt, was relativ stark über den Prozess den Erfolg generiert hat. Sie sehen aber immer mehr jetzt auch im Kontext von Industrie 4.0, dass Technologie ein wesentlicher Befähiger eben von Prozessen sein kann. Das heißt, Sie müssen auch systematisch überlegen, welche neuen Technologien kommen rein, welche alten Technologien fallen vielleicht weg, und müssen sich überlegen, wie Sie daraus eben für sich ein Technologieportfolio entwickeln, das Sie systematisch einsetzen können, um Prozesse zu verbessern, Prozesse nach vorne zu bringen. So können Sie eben systematisch für sich entscheiden, ob Sie Prioritäten darauf setzen, dass Sie beispielsweise bestimmte Prozessgruppen optimieren oder Projekte danach schneiden, dass Sie bestimmte Technologietypen, Technologieplattformen optimieren und da entsprechend ein Handlungsfeld positionieren. Das heißt, strategische Planung, klassisch Top-Down, Bottom-Up, funktioniert in der gleichen Logik auch für das Thema Prozessinnovation. Sie müssen eben den spezifischen Blick drauf haben, welche Prozesse Sie entwickeln wollen und systematisch eben darüber nachdenken, mit welchen Technologien Sie an das Thema rangehen wollen. Jetzt ist es so, dass das Ambitionsniveau, über das wir vorher gesprochen haben, wollen Sie inkrementell, radikal oder vielleicht sogar transformational innovieren, dann stellt sich die Frage, welche Implikationen hat es für Ihre Ressourcen und für die Strukturen, die Sie im Unternehmen etablieren sollten? Einmal hier links dargestellt als quasi Schieberegel die Frage, wie radikal wollen Sie eigentlich innovieren oder wie hoch liegt eigentlich das Ambitionsniveau, mit dem Sie in der Innovationstätigkeit unterwegs sein wollen? Das hat unmittelbar Rückflüsse auf das Thema. Wie steuern Sie Ihre Innovationsressourcen? Steuerung der Innovationsressourcen heißt, dass Sie einerseits natürlich Ihr Portfolio steuern müssen, die Summe aller Ihrer Innovationsprojekte. Sie müssen aber auch sich überlegen, wie steuern Sie auf der Einzel-, auf der Individualebene. Hier hat sich eben gezeigt, dass Sie klassischerweise, wenn Sie eher inkrementell Prozesse verbessern möchten, dass Sie relativ stark über Output-Ziele gehen können. Das heißt, Sie arbeiten eher transaktional, Sie geben Ihren Mitarbeitern Anreiz vor, Sie geben ein Ziel vor, Mensch, mach du mir den Prozess um so und so viel Prozent besser oder überleg dir mal was Kreatives, wie man dort die Performance von dem Prozess steigern kann. Wenn Sie jetzt aber deutlich radikaler in Ihrer Innovationstätigkeit sein wollen, werde ich Ihnen gleich erläutern, warum. Wirken Output-Ziele nicht mehr innovationsförderlich, sondern es wird eher schädlich, wenn Sie
Leute stark unter Druck sitzen und Output-Ziele geben. Deswegen macht es Sinn, wenn Sie stark radikal innovieren wollen, dass Sie auf der Portfolio-Ebene sogenannte Prozessziele definieren. Was heißt Prozessziel? Prozessziel heißt, dass Sie zum Beispiel definieren, dass Sie einen gesunden Mix in Ihrem Portfolio haben. Oder dass Sie auf Kennzahlen schauen, wie die Durchlaufzeit von dem Innovationsprojekt. Sie schauen eben nicht drauf, dass eben ein bestimmtes Ergebnis aus einem radikalen Innovationsprojekt rauskommen muss. Wäre eben fatal. Wenn Sie radikale Innovationsziele ausgeben, kann es ja durchaus auch mal sein, dass ein Fehlschlag dabei rauskommt. Das ist gerade eben ein Merkmal von radikaler Innovationstätigkeit, dass Sie da dann Schwierigkeiten haben, Leute zu motivieren. Das gilt eben auf der Portfolioebene, genauso aber auch auf der individuellen Ebene. Das heißt, Sie können dort eben nicht mehr transaktional, sondern müssen eher charismatisch führen. Und ein Umfeld und ein Klima schaffen, das Mitarbeiter eben produktiv, kreativ eben arbeiten lässt. Die gleichen Dichotomien, die wir hier sehen, gelten genauso auch für die Innovationsstrukturen. Das heißt, je stärker Sie radikal innovieren wollen, desto mehr müssen Sie selber neue entwickeln. Desto mehr müssen Sie auch mit Ihrem Umfeld zusammenarbeiten. Sie können heute nicht mehr nur in Ihrer eigenen Suppe kochen, insbesondere nicht im Bereich Prozessinnovation, weil Sie da ja typischerweise die Technologiekompetenz nicht im Haus haben. Bei Produkten mag das der Fall sein, dass Sie eben eine herausragende Technologie haben und so die Chance haben, dort Innovationen zu bringen. Wenn Sie aber Prozesse treiben, sind Sie häufiger auf Systemanbieter angewiesen, mit denen Sie dann auch kooperieren müssen, um Innovationen voranzubringen. Und dann müssen Sie sich bei den Strukturen auch überlegen, wie Sie Ihre Teams aufbauen. Wollen Sie eher Einzelakteure im Tagesgeschäft einsetzen, dann wird da garantiert nicht mehr als eine inkrementelle Innovation rauskommen. Wollen Sie mehr erreichen, müssen Sie Spezialisten rausziehen, in Teams organisieren, die im besten Fall weitgehend aus dem Tagesgeschäft freispielen. Lassen Sie uns vielleicht noch einmal kurz reinschauen in das Thema Innovationsressourcen. Warum funktioniert das Thema Output-Steuerung eben nicht? Hier eine 2-Kreuz-2-Matrix, wo Sie unterschiedliche Jobprofile mal vergleichen können. Und zwar die Frage ist, inwieweit können Sie, wenn Sie Ihren Mitarbeiter führen, verstehen, wie der Prozess funktioniert, dass Ihr Mitarbeiter ein bestimmtes Ergebnis erzielt. Und wie stark sind Sie in der Lage, dass Sie den Output beurteilen können, wenn Sie nicht unmittelbar an dem Projekt beteiligt sind? Relativ simpel, Werker können Sie beobachten. Sie wissen, was deren Aufwand, nämlich Arbeitszeit, reinsteckt und Sie wissen, was am Ende rauskommt, ein bestimmtes gefertigtes Werkstück. Der klassische Manager, ich bezeichne ihn hier jetzt auch mal als ein Stück weit als Wissensarbeiter, den können Sie für die üblichen 0815 Dinge Output steuern. Sie geben ein klares Zielergebnis vor. Sie tun das insbesondere deswegen mit dem sogenannten Management by Objectives, weil Sie als obere oder höhere Führungskraft häufig eben nicht die Detailsicht haben, was denn eigentlich die wesentlichen Treiber des Problems sind, was der Manager klären soll. Vielleicht mal als kleine Abgrenzung an der Stelle ein Arzt. Arzt wird typischerweise Input gesteuert, weil Prozess klar. Der stellt die Diagnose, gibt Ihnen anschließend hoffentlich eine sinnvolle Therapie. Also Sie können das Ergebnis, also sprich den Output, nur relativ schwerlich beurteilen. Zudem liegt es auch auf der Hand, dass der Arzt das Ergebnis häufig nicht beeinflussen kann. Rechts oben in der Matrix der Grundlagenforscher. Forschung, kann ich Ihnen zumindest aus eigener Anschauung sagen, häufig im Vorgehen und im Ergebnis schwierig zu beurteilen, insbesondere wenn wir über Grundlagenforschung sprechen. Wenn Sie sich diese Matrix anschauen, ist die im Prinzip die Möglichkeit, Innovationstätigkeit zu verorten. Je inkrementeller Sie unterwegs sind, desto mehr können Sie über Output steuern. Je mehr Sie aber Grundlagenforschung betreiben wollen und sollen, um radikal zu innovieren, desto stärker brauchen Sie Steuerungsmechanismen, die für Grundlagenforscher oder für Forscher anwendbar sind. Der Forscher lässt sich eben weniger über Output steuern, sondern mehr über ein Umfeld, ein Klima, das ihn inspiriert, motiviert
und vor allem dazu bringt, Spitzenleistungen eben zu erbringen. Die gleichen Überlegungen, die hier auf der Individualebene gelten, gelten eben auch für die Portfolioebene, wie ich es Ihnen gerade schon dargestellt habe. Wie muss ich jetzt Strukturen aufsetzen? Erfolgreiche Innovationstätigkeit muss zwei Dinge zusammenbringen. Wir haben gerade über das effizienzorientierte Exploitieren gesprochen, das heißt Wissen verwerten und systematisch schnell umsetzen. Das heißt inkrementell innovieren, schnell schauen, dass Entwicklungen vielleicht vom Wettbewerber oder intern schnell umgesetzt und gut in Innovationen gegossen werden. Gleichzeitig müssen Sie aber auch schaffen, dass Sie sich Raum geben für Experimentieren. Das heißt, Sie müssen sowohl Ihre linke als auch Ihre rechte Hand in dem Sinne benutzen. Sie müssen Effizienz steigern, Sie müssen aber auch kreativ experimentieren. Ein Beispiel, was ich Ihnen hier mitgebracht habe, stammt von der Firma Bechtle, die eben systematisch ihre Logistik durch die Einführung von SAP und die Modernisierung der Fördertechnik in Richtung Effizienz steigern, die aber heute mit einem Auge schon in die Zukunft schauen und sagen, sie wollen experimentieren. Sie haben das Thema Pick by Vision, sprich die Google-Datenbrille für sich entdeckt, die sie im Bereich Kommissionierung einsetzen möchten. Der Logistikleiter, mit dem ich gesprochen hatte, sieht es ganz klar als strategisches Entwicklungsprojekt, weil eben bestimmte Themen heute noch nicht vollständig mit der Brille in Prozessen umgesetzt werden können. Er sagt aber, bereits heute müsse experimentiert werden, um eben auf dieses Thema der Zukunft aufzusetzen. Das heißt, in Ihrer Innovationstätigkeit müssen Sie beide Hände bedienen, so wie das Bechtle hier getan haben, und ein Vorgehensmodell und sich Strukturen überlegen, wie können Sie einerseits Effizienz steigern, aber eben auch in der Lage sein zu experimentieren und neue Dinge auszuprobieren und so vielleicht auch Innovationen zu generieren. Mit Blick auf die Zeit möchte ich das Thema hier etwas kürzer fassen. Es gab eine Studie, die mal untersucht hat, welche Archetypen von Firmen es gibt und wie die ihre Innovationstätigkeit ausgestalten. Hier kam im Wesentlichen raus, dass zwei Aspekte relativ stark diese Archetypen prägen. Immer dieses Thema, wer treibt denn eigentlich die Innovationstätigkeit? Ist es eher die Führungskraft, die top-down visionär führt, Stichwort Steve Jobs, der eine relativ klare Vorstellung hatte, wie die Apple-Produkte aussehen sollen, oder sind es eher die Mitarbeiter, die top-down im besten Fall befähigt und kreativ Ideen generieren und damit den Innovationsprozess voranbringen? Und die zweite Frage bei den Archetypen war, wie soll eigentlich kollaboriert und mit der Umwelt extern zusammengearbeitet werden? Hier gab es durchaus Archetypen, die gesagt haben, müssen eher systematisch innovieren. Man kann auch eher nicht nur systematisch intern, sondern eben kollaborativ mit extern zusammenarbeiten. Das waren, wie gesagt, die zwei wesentlichen Fragen. Wie sollte man Ressourcen und Strukturen eben gestalten? Welche Archetypen findet man häufig? Ein Thema, über das wir jetzt bisher noch nicht gesprochen haben, wir haben jetzt über Strategie gesprochen, wir haben über Ressourcen und Strukturen gesprochen. Was muss man beim Thema Kultur und Lernen tun? Sie sehen auch wieder eine Folie, die aus dem Praxiskontext entstanden ist, weil wir da eine recht intensive Debatte eben hatten. Was sind Dinge, die kann man tun, um Innovationsbewusstsein zu fördern? Wie kann man eben eine Organisation schaffen, die innovationsorientierter arbeitet? Ich möchte hier nicht auf die einzelnen Themen eingehen, sondern Ihnen zeigen, dass es unterschiedliche Aspekte geben kann, von Offenheit, dass man eben den Kontakt, den Austausch nach außen pflegt, dass man intern aber auch Konflikte austrägt auf inhaltlicher Ebene, um eben aus dem Widerspruch gute Ideen zu generieren und das ganze Thema Anreize und Verantwortung, was wir schon mehrfach diskutiert hatten. Sie müssen sich überlegen, wie Sie als Führungskraft eben innovatives Verhalten belohnen, wie Sie vielleicht auch Fehlertoleranz gestalten, sodass Mitarbeiter eben risikofreien Raum haben
um systematisch auch Innovationsprojekte anzugehen. Viel wichtiger als die Frage, was kann ich tun, ist die Frage, wie sollte ich vorgehen, um Kultur systematisch zu verbessern. Kulturwandel in Organisationen ist ein hochriskantes oder kann ein hochriskantes Thema sein. Ich habe Ihnen hier mal Beispiele mitgebracht. Bei der SAP gab es ein großes Kulturwandelprojekt, das, wenn man zumindest der Presse glauben kann und der Außendarstellung, als Erfolg zu bezeichnen ist. Gleichzeitig haben Sie vielleicht auch schon mal von einem negativen Beispiel gehört, nämlich bei der Deutschen Bank, die auch in einem extrem großen Aufwand versuchte, eben Kulturwandel herbeizuführen, um eben verschiedenes Verhalten, was man gesehen hatte in der Zeit 2010, 11, 12 im Nachgang zur Finanzkrise, gesagt hat, das geht so nicht mehr, das passt so nicht zum Leitbild der Deutschen Bank, dass sich da die Kultur verändern müsste. Das Projekt wurde in der Presse eben als gescheitert tituliert, weil eben, das war, wenn man mal die Beispiele vergleicht, bestimmte Themen unterschätzt wurden. Radikaler Ansatz, genauso wie es SAP und die Deutsche Bank vorangetrieben haben, das kann gelingen, ist aber mit einem hohen Risiko verbunden. Woran liegt das? Die Geschwindigkeit und die Radikalität, mit der man diesen Kulturwandel betreibt, der muss zum Unternehmen passen. Die Deutsche Bank war hier einfach aus meiner Sicht, soweit ich es auf der Basis beurteilen kann, gegebenenfalls zu radikal unterwegs, hat denn die Veränderung zu stark von oben getrieben, vielleicht auch etwas zu wenig Zeit an der Stelle gegeben. Deswegen, wenn man das jetzt in einem Satz zusammenfassen möchte, wenn man systematisch an dem Thema Kultur arbeiten möchte, müssen Führungskräfte und Mitarbeiter gemeinsam den Kulturwandel wollen. Sie müssen ihn gestalten und auch umsetzen. So etwas kann eben nicht von oben verordnet werden. Jetzt stellt sich die Frage, wie stark kann ich eben Kultur gestalten? Ich habe Ihnen jetzt gerade zwei Beispiele vorgestellt, die eher im Bereich Kulturingenieur zu verorten sind. Das heißt, der Annahme oder Prämisse unterlegen, dass man Kultur relativ stark gestalten kann, genauso wie man ein neues Auto bauen kann. In der Literatur wird eher stärker gesagt, dass Middle-of-the-Road-Strategie oder Vorgehen sinnvoll sein kann. Das heißt, Kurskorrektur zu betreiben, eben systematisch Ist-Zustand zu erheben, zu überlegen mit den Mitarbeitern, sehr kollaborativ, was soll der Soll-Zustand sein, und dann eben entsprechende Maßnahmen aufzusetzen und diese auch durchzuführen. Diese Kurskorrektur muss jetzt nicht unbedingt hier in der Mitte liegen. Kann, wenn sie eben gut angesetzt ist, von der Geschwindigkeit und vom Umfang her zum Unternehmen passt, durchaus auch in diese Richtung gehen. Man sollte sich aber immer stark bewusst sein, wie viel oder was kann man als kulturellem Wandel dem Unternehmen auch zumuten. Ich hätte hier jetzt noch zwei Folien, wo mal untersucht wurde, welche Einflussfaktoren bei Teamzusammensetzung relativ stark den Einfluss prägen. Das möchte ich Ihnen zusammenfassen. Und zwar, es wurde untersucht, inwieweit die Fachexpertise, die Qualität der Vernetzung, also Stichwort Wissensmanagement, und wie das ganze Thema Fehlertoleranz und Schaffen eines risikofreien Umfelds, das den Erfolg von Prozessinnovation positiv beeinflusst. In der Studie kam jetzt eben raus, dass im Wesentlichen der Infoaustausch, also das Wissensmanagement und die psychologische Sicherheit, also das risikofreie Umfeld, ursächlich sein sollten für das Thema, dass Prozessinnovation zum Erfolg wird. Interessanterweise und erstaunlicherweise war das Thema Mitarbeiterexpertise, also fachliche Komponente, nicht signifikant dafür verantwortlich, dass Prozessinnovation gelingt, allenfalls mittelbar. Was heißt das? Man muss zunächst mal bei der Besetzung oder bei der Gestaltung von Innovationsprojekten für Prozessinnovation schauen, dass wir ein fehlertolerantes Umfeld haben und ein notwendiges Wissensmanagement und eben Foren, Netzwerke, Plattformen, über die man Infoaustausch gestalten kann.
Jetzt haben sich aber die Forschungskollegen ja gefragt, Mensch, kann doch nicht sein, dass ich nur extrem gute Netzwerker brauche, die in einem risikofreien Umfeld ihre Themen durchbringen. Wo steckt denn eigentlich das Thema fachliche Expertise? Und der Unterschied war dann eben genau der, als eben unterschieden wurde bei den Projekten, ob sie ihren inkrementellen Fokus oder ihren radikalen Fokus haben. Da kam dann eben raus, dass die Mitarbeiterexpertise eben genau dann wichtig wird, wenn sie radikal innovieren wollen. Das heißt, sie müssen sich als Führungskraft die Teams zusammenstellt und überlegt, wie sie Ressourcen allokiert und Aufgaben verteilt, folgende Dinge überlegen. Sie wollen oder sie müssen, wenn sie relativ stark inkrementell innovieren wollen, gucken, dass Wissensmanagement funktioniert, Mitarbeiter die Freiräume haben, dass sie Innovation voranbringen können. Also müssen genau dann die kritische Expertise ins Team reinbringen, wenn sie eben radikal innovieren wollen. Im Gegenzug heißt es aber auch für Sie als Führungskraft, wie müssen Sie führen? Bei inkrementellen Innovationen schauen, dass Wissensmanagement funktioniert, die Leute zusammenbringen, dass die miteinander sprechen und dass eben das Umfeld so ist, dass Ideen geäußert und diese auch umgesetzt werden. Wenn Sie allerdings radikale Innovationsprojekte machen wollen, müssen Sie eben als Führungskraft, die in einem Lenkungsausschuss oder Lenkungskreis sitzt, selber eben auch fachlich, inhaltlich mit einsteigen, weil Sie dort eben als Führungskraft dann Ihren Mehrwert für den Erfolg der Prozessinnovation auch einbringen können. Eine letzte Folie noch für Sie. Thema Prozess hatten wir jetzt noch nicht gesprochen. Prozesse, wie kann ich quasi das Vorgehen strukturieren, um Prozessinnovationen zu machen? Gibt es viele. Ich habe Ihnen hier mal den Prozess von Davenport aufgeschrieben. Da gibt es kein richtig oder falsch. Da muss sich das Unternehmen für sich sehen, wie ein guter Prozess aussieht. Sie finden auch in der Literatur mindestens 20 unterschiedliche Varianten, wie man sowas ausgestalten kann. Was wir jetzt aber aktuell eben sehen, ist, dass Innovationsprozesse, wie komme ich eigentlich von der Idee zur erfolgreichen Umsetzung, Veränderungen insofern momentan durchlaufen, dass agile Methoden stärker in den Fokus kommen. Im Kontext wird stärker auch über das Thema Rapid Prototyping gesprochen. Hört jetzt auch das sogenannte Hackathons nicht mehr nur im Softwarebereich, sondern auch in der klassischen Industrie durchgeführt werden. Das ist ein Hackathon. Sie holen sich eine Gruppe motivierter, vielleicht etwas nerdiger Studenten zusammen in ein Team, lassen die ein ganzes Wochenende auf spezifische Themen los, eben mit dem Ziel, mit unterschiedlichen Bausteinen, ein bisschen Software und auf einem konkreten Spielfeld, dass eben was Anfassbares, was Erfolgreiches im besten Fall rauskommt. Im besten Fall haben sie einen Prototyp, mit dem sie anschließend weiterarbeiten können als Unternehmen. Oder Sie haben eine Chance, das eben weiter zu verfeinern und vielleicht doch eine Prozessinnovation rauszumachen. Häufig scheitern Innovationsprojekte daran, dass man versucht, die eierlegende Wollmilchsau zu machen oder Projekte tief, lang und breit durchzustrukturieren. Hier hat sich jetzt gezeigt, dass aus der Softwareentwicklung das Thema Scrum stärker in den Fokus rückt. Das heißt, man arbeitet eher inkrementell, iterativ. Versucht schnell was auf die Beine zu stellen, versucht diese sogenannten Sprints, die im Scrum gemacht werden, eben zu fokussieren, die gut auszuplanen, dann eben in der Rückschau zu schauen, hat es funktioniert und in welche Richtung muss man weiterarbeiten. Es gibt noch einige andere Methoden, die man anwenden kann. Ich möchte Ihnen hier nur als kleinen Impuls mitgeben, auch über agile Methoden nachzudenken, weil man damit eben die Durchlaufzeit und die Erfolgswahrscheinlichkeit von Innovationsprozessen eben steigern kann. So, jetzt habe ich die Zeit etwas überstrapaziert, hoffe aber doch, dass Sie etwas mitnehmen konnten, ein paar Anregungen, wie Sie vielleicht auf der Führungsebene, wie Sie auf der Ebene Organisation, also sprich Strategie, Kultur und Organisation oder vielleicht auch bei agilen Ansätzen, beim Innovationsprozess ansetzen können, um damit erfolgreicher im Bereich Prozessinnovation zu sein. Ja, ich darf von meiner Seite vielen Dank sagen, dass Sie sich heute Vormittag die Zeit genommen haben, an diesem Webinar teilzunehmen und darf Sie herzlich einladen. Wir haben ja immer ein spannendes Webinarprogramm für Sie zusammengestellt, auch in Zukunft an unseren Angeboten teilzunehmen.
wünsche Ihnen in dem Sinne noch einen schönen, erfolgreichen Tag. Auf Wiedersehen.